1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Am Sonntag führte der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Reutlingen Michael Dont gemeinsam mit dem Europaabgeordneten Norbert Linz eine Veranstaltung zur Zukunft Deutschlands und Europas durch, zu der sich die beiden prominente Unterstützung aus Berlin geholt hatten, nämlich den neuen Generalsekretär der CDU Deutschland, Paul Ziemiak. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Kliniken nicht. Mit diesen umgeformten Schlagerstrophen wurde Jens Spahn von einer Gruppe Demonstranten bei seinem Besuch in Reutlingen begrüßt. Mit dem Song wollen sie die Angst vor Privatisierung und Klinikschließungen zum Ausdruck bringen. Na, grundsätzlich ist Protest, das Ausdrücken von Sorge oder von Fragen immer richtig und immer gut. Ich finde, das ist ja auch ein Wert in diesem Land, dass wir das jederzeit können. Und ich nehme das auch sehr, sehr ernst. Ich kenne jetzt auch die Debatte im Detail hier vor Ort nicht. Ich weiß nur, dass diejenigen, die vor Ort Verantwortung haben für Krankenhausversorgung, sich Entscheidungen in der Struktur nie leicht machen. Ernst nimmt er auch die Herausforderungen im ländlichen Kreis. Gerade deshalb besucht er diese, um direkt von den Betroffenen zu erfahren, wo es Probleme gibt. Ein großes Thema ist, wie wir die ärztliche Versorgung sicherstellen, wie wir die auch schaffen durch Kooperationen von Haus- und Fachärzten mit Kliniken, eben die Patienten gut zu versorgen in einer Zeit, wo immer weniger aufs Land wollen. Also Sie und ich wissen im Zweifel, wie schön es auf dem Land ist, aber es ist eben immer schwerer, auch Ärzte dorthin zu bekommen. Und das ist eine unserer größten Herausforderungen, wo wir gerade alle Register ziehen. Eine Möglichkeit, um den Mangel an Ärztenachfolgern aufzufangen, könnte dabei auch die Telemedizin bieten. Zusammen mit 46 weiteren Landkreisen nimmt Reutlingen an dem Bundesprojekt Telederm teil, welches auch vom Innovationsfonds des Bundes gefördert wird. Hier können Hausärzte und Spezialisten digital zusammenarbeiten. Der Reutlinger Landrat Thomas Reumann gab dem Bundesgesundheitsminister einen Überblick über die bereits umgesetzten und angedachten Maßnahmen im Landkreis, wie zum Beispiel dem Gesundheitszentrum Schwäbische Alb in Hohenstein. Gesprochen wurde natürlich aber auch über das, was die Politik noch besser machen könnte. Aber wir sehen halt jetzt bei der Umsetzung unseres Gesundheitszentrums, dass wir halt, was Berufsrecht angeht, was Ständerecht angeht, was die Finanzierung angeht, oftmals an Grenzen kommen. Und wenn wir deshalb das, was er ja auch gut findet, weiter vorantreiben wollen, dann brauchen wir da auch Stellschrauben, die Politik neu setzt. Jens Spahn wünscht sich für die Zukunft genau solche Debatten und Diskussionen, die eine kommunale Daseinsvorsorge auch wirklich voranbringt. Die Chance, dem Bundesgesundheitsminister direkt Fragen zu stellen, nutzten viele der Anwesenden. Und auch junge Auszubildende in der Pflege durften ihn bezüglich ihrer Ängste und Sorgen in einer Diskussionsrunde befragen. Themen wie eine allgemeine Impfpflicht, der Gesetzesentwurf zur Organspende oder präventive Maßnahmen wie Zuckersteuer kamen dabei auch auf den Tisch. Sehen Sie hierzu demnächst eine ausführliche Reportage, natürlich nur auf RTF1. Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen ermitteln gegen einen 46-jährigen Mann aus Reutlingen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Beschuldigte soll am Freitag seine 34-jährige Mitbewohnerin bedroht und gewürgt haben. Diese hatte daraufhin die Polizei gerufen. Die Beamten konnten den 46-Jährigen in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen. Zunächst habe dieser die Frau wohl verbal angegangen und mit dem Tode bedroht. Anschließend soll er handgreiflich geworden sein. Ein anwesender Gast kam der 34-Jährigen zu Hilfe. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern derzeit noch an. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Die Aktion Fit in den Frühling und der verkaufsoffene Sonntag lockten am letzten Märztag wieder jede Menge Menschen in die Reutlinger Innenstadt. Mit diversen Aktionen und Attraktionen rund um das Thema Fitness und Gesundheit luden Vereine, Sport- und Freizeitanbieter die Besucherinnen und Besucher auch zum Mitmachen ein. Durch den verkaufsoffenen Sonntag gab es außerdem auch die Möglichkeit, ausgiebig zu shoppen und zu bummeln. Und das alles bei strahlendem Sonnenschein. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.